Kilometer. Das sind auch bestimmt 20 oder so. Ich dachte, ob der Kilometerstand 83. Wieder Pause. Haut rein. Der Gegenwind macht mich fertig. Echt. Das ist so ein Scheiß. Ne? Gerade kam noch ein paar Tropfen von oben, so dicke Fette. Gott sei Dank nur kurz. Gott sei Dank. Noch 13 Kilometer bis Trier. Aber dann bin ich immer noch nicht am Ziel. Trier ist gar nicht mehr so klein. Ist irgendwie in den Westen. Muss noch rauskriegen, wo es genau liegt. Also bestimmt noch mehr. Eben ist kein Phil Collins Konzert, ne? Ich muss zurück zu meinem delikaten Thema. Ich war AA machen. Ich gehe nicht in den Kalt. Aber es war so befreiend, ne? Ja, geht's mir gut. Außerdem weiß ich den Weg jetzt zu dem netten Bekannten aus der Reisegruppe bei Facebook. Heute Nacht. Ich sag mal so, Endspurt. Trier. In die Richtung jetzt. Aber das nervt mich ein bisschen. Das könnte ein bisschen Regen geben. Wenn ich schnell bin, fahre ich dran vorbei. Alles gut hier. Alles gut. Alles gut. Aber das Wolkenband da irritiert mich. Boah, fahre ich da genau rein, ey. Das wäre aber scheiße. Nicht auf den letzten Kilometern. Oh, richtig süß hier. Oh, so etwas mehr als 10 Kilometer vor Trier. Ja, und das Wetter, was macht der da oben? Ja. Noch geht's, noch ist trocken. Ja, noch 13 Kilometer bis zum Ziel. Dann könnte ich die 100 wieder voll haben. So viel mehr. Ja, wie immer, wenn man auf eine etwas größere Stadt zufährt, natürlich viel Industriegebiet, Kaufhäuser und so weiter. Könnten noch ca. 8-9 Kilometer sein bis zu meinem Ziel. Nicht Trier, Innenstadt, sondern wie gesagt der Bekannte. 93 Kilometer schon wieder voll. Die 100 überschreite ich heute. Gestern 116, heute über 100. Boah, nix für mich, ey. Das mache ich nie mehr wieder sowas. Und wenn dann direkt eine Tagpause danach, aber den habe ich nicht. So, Endspurt für heute. 18:20 Uhr. Noch 7 Kilometer bis zum Ziel. Die schaffe ich jetzt auch noch. Ganz sicher. Aber schön locker. Kann sein, dass ich noch eine kleine Pause machen will. Noch nicht, ne? Nehmen wir immer noch die Mosel. Man sieht, es wird städtisch. Ja, Industriegebiet rechts. Ne, rechts nicht. Rechts ist alles friedlich. So, wenn wir nicht vor Franz, vielleicht noch 20 Minuten oder 3 Kilometer vor Trier. Diese Perspektive rechts und diese Perspektive links, das ist Trier. Herzlichen Glückwunsch, Erik. Gestern 289, jetzt 387. Drei kommen noch drauf, um da nach Trier zu kommen. Besser gesagt zu den Bekannten. Und dann sind es 101 Kilometer heute, wenn alles gut geht. Ja, wie gesagt, bin heute Abend beim Amon gelandet, der eigentlich aus Passau kommt, aber jetzt hier in Trier wohnt. Ich darf auf seiner Couch im Wohnzimmer schlafen. Erst war angedacht, das Zelt draußen aufzubauen, aber da die Nacht scheiße kalt wird, haben wir uns umentschieden. Ja, hab gerade festgestellt, mein Fahrradschloss ist weg, das nervt. Das habe ich wahrscheinlich beim Herrn Ehring liegen gelassen. Oh, ich könnte mich erschießen deshalb. Ne? Ja, ich bin trotzdem hochglücklich, bin jetzt da und ja, freue mich erstmal gleich auf eine warme Dusche, auf lecker Abendessen warm. Mal gucken, wie es weiter. Ja, hier wohnt Amon, wie gesagt, gebürtig Passau und studiert hier wohl in Trier, denke ich mal, und selber ein begeisterter Radtour-Fan. Das ist der Garten von ihm. Da hätte ich zelten können, da hinten. Wie gesagt, wir haben uns entschieden für Schlafen auf der Couch. Klasse. So, und hier haben wir mein Fahrrad abgestellt.
Abgepackt haben wir auch. Die Sachen sind dann im Wohnzimmer. Das ist die Bude vom Amon. Aus Respekt werde ich hier nicht viel filmen. So, liebe Leute, zweiter Versuch, klappe die erste. Hinten ist Amon. Amon bewegt sich. Er hat mir die Erlaubnis gegeben, ihn zu filmen. Amon ist der, der aus der Hackfallsgruppe bei Facebook. Genau. Genau. Der hat mich einfach angeschrieben, hat gesagt: Ey, wenn du mal in Trier bist, dann mach da einfach Halt. Habe ich. Dafür habe ich extra 115 Kilometer und einmal 101 Kilometer gefahren. Ich Oh, fucking Idiot. Baller, 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 wow. baller, baller, baller. Aber so ist er. Ja, Amon, keine Ahnung wie alt. Schöner Name, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass man auch im Nachhinein dann im Kontakt bleibt. Ich darf nämlich hier tatsächlich übernachten. Ich werde beherbergt. Cool, ne? Ja. Echt cool. Und Ja. er weiß das, weil er macht selber lange Radreisen und so. Auch schon die ganze Donau gefahren bis zum Schwarzmeer und so weiter. So, ich mach Tschüss, bevor ich zu viel habe. Adieu, Freunde, Nacht. Ich bin durch. Komplett durch. Ich muss ein bisschen lachen, weil mein Gastgeber steht im Hintergrund. So. So peinlich, wenn ich das vor jemand anderem mache. Okay, ich zeige euch jetzt mal, wo ich schlafe. Und das ist göttlicher als Gott. Also genau wie gerade das Essen. Das wird heute mein Schlafplatz. Und das ist mir so egal. Oh, passt, die Farbe passt vom Sofa zu meinem Schlafsack. Grün-grün ist ja genial. Ja, morgen, Kinder, bin gerade wach. Aber heute Sonntag. Jo, Sonntag, 28. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. 29. Ja, heute Nacht hier geschlafen, beim Amon auf der Couch. War verdammt gemütlich. Aber wache auf mit einem ganz bescheuerten Gefühl. Erstmal hat mein Fuß extrem geschmerzt. Ah, das wird eine Arztgeschichte. Ich habe Gefühl, da ist mehr. Weiß auch nicht, ob ich das Ding so zu Ende führen könnte. Also Lust hätte ich heute Morgen eigentlich eher komplett alles abzubrechen. Den Zug setzen, ab nach Hause. Von Trier aus, das glaube ich gar nicht so schwer. Motivation. Ich habe jetzt auch keinen, der mich hier irgendwie aufbauen kann. Aber egal, ich muss selber gucken, wie ich damit klarkomme. Adios, ich melde mich gleich. Boah, Leute, es ist 8:30 und guck mal, wie viel ich schon gemacht habe. Ich habe noch kein Fahrrad gepackt, ich habe noch nicht gefrühstückt. Auwei, 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 auwei. Wo ist meine Motivation hin? Ja, ich glaube, das sammelt sich alles. Der kaputten Fuß nervt mich unwahrscheinlich. Hoffentlich geht es irgendwie weiter, aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich überlege echt hin und her, wohin ich fahre, wie weit ich fahre, ob ich überhaupt noch fahre. Fahre ich zum Porta Nigra nach Trier? Habe ich da Bock drauf? Habe ich da keinen Bock drauf? Ja, 9 Uhr, ich bin immer noch da. Ich werde erstmal gefrühstückt. Vor allem dieses Frühstück, da brauchen wir gleich hier. Ja, Amon ist natürlich auch da. Hallo, guten Morgen. Ja, Peace, ja, guten Morgen. Der arme Kerl lernt und lernt. Oh, 9:30 Uhr, ich bin so ziemlich gepackt. Ich werde jetzt auf Wiedersehen sagen, boah, so spät bin ich ja noch nie gestartet. Mal gucken, wie weit ich dann komme, wenn ich überhaupt losdüse. Also nach Trier zu Porta Nigra habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Dann müsste ich jetzt über die Mosel, ja gut, muss ich sowieso, und dann irgendwie da noch suchen. Bin ich sicher, ob ich das mache. Mal gucken. Ich glaube, nein. Und warum? Ist ganz leicht, ich war schon dreimal da. So, 8:45 Uhr, ich starte wieder. Ja, ich suche dann doch mal Porta Negra, damit auch die netten YouTuber dann auch wirklich glücklich sind, die nicht aus der Region kommen und noch nie da waren. Ja, Trier, direkt vor mir, oh, Fahrradfahrer. Die Seite werde ich aber nicht fahren. Da, ich Trier. Über die Brücke muss ich jetzt hier. Und dann bin ich auf der richtigen Seite. Auf zu Porta Negra. Hier wird schon ein bisschen trierig. Auch noch ein bisschen. Ja, Sonntagmorgen. Natürlich nichts los. Schöner Vorteil. Prima. Oh, ich halte einfach drauf. So ein bisschen hier. Trier. Ne?
So, was leuchtet uns heute entgegen? Porta Nigra! So, Porta Nigra, ich fahre noch zu. Alveda, hi! Ja, da war hier ein Stadtfest, oder? Die bereiten vor. Keine Ahnung. Muss ich das Slalom fahren? Oh, sorry. Klar, immer will ich in Richtung Einschlag laufen, genau da rein. Porta Nigra. Ja, ihr Lieben. Altrömischer Bau. Ich war schon mal zweimal hier. Deshalb brauche ich jetzt hier nicht aufsteigen, noch mal viel gucken. Ich drehe einfach um und fahre Richtung Süden. So. Ich fahre jetzt wieder zurück zum Moselufer. Es ist verdammt frisch heute Morgen. Es sind keine 10 Grad, denke ich mal. Aber wenn ich Glück habe, habe ich mitgenommen. Naja, Porta Nigra haben wir gesehen. Schöne Übernachtung beim Namon hatte ich auch. Zudem erzähle ich gleich ein kleines bisschen. War nämlich ein sehr, sehr interessanter Mensch. Trier. Oh, ne. Jetzt fahre ich gleich irgendwie hier links rum. Runter. Also mal gucken, da laufen wir 10.000 Leute. Die sind alle in meinem Weg. Ja, ja, weiter. Die Filmerei. Boah, wie finde ich denn hier raus, ey. Scheinbar kommt da hinten wieder ans Ufer. Sieht zumindest etwas so aus. Ja, sieht so aus. Da muss ich links. Ja, definitiv. Oh Gott sei Dank. Ich fahre nach Ljubik-Olevik. Irgendwie an Tuje in Slowenien. Irre. So, Pause bei Shell. Und scheinbar geht die Reise doch weiter. Warum? So, ich entkomme jetzt dem Stadtleben von Trier und fahre jetzt Richtung Mettlach-Merzig. Mosel jetzt immer auf der rechten Seite, bleibt jetzt auch so. So. So, ich habe die richtige Schwelle überschritten, kleine 400 Kilometer am Sonntagmorgen. Da hinten kommt schon die nächste Staumauer, kann man nicht sehen. Aber jetzt. Wow, oh, sehr schön da hinten. Überhaupt sehr schön. Leider fahre ich im Schatten. Und das ist ziemlich kühl. So, und jetzt erzähle ich doch noch mal ein paar Worte zu Ramon. Ach, Ramon, nicht Ramon. Bei dem ich heute zu Gast war, wie gesagt, kennengelernt haben wir uns über eine Facebook-Gruppe namens Radreisen. Da hat er mir angeboten, bei ihm da zu übernachten. Deshalb habe ich mir in den letzten 2 Tagen ja so viel Stress gemacht, um da hinzukommen pünktlich. Aber es hat sich gelohnt. Ramon, netter Kerl. Das ist ein ägyptischer Name, das Ramon. Und studiert Geschichte und zieht zwei Monate nach Bologna. Ein ganz bunter Typ, neugieriger Typ, so ein richtiger Mensch. Ein Mensch aus der heutigen Zeit. Er reist viel, macht auch verrückte Radreiseabenteuer. Insgesamt sehr kommunikativ, sehr freundlich, sehr zugewandt, offen in viele Richtungen, neugierig, wie gesagt, habe ich gesagt. Ein Lebemann und ich bewundere ihn dafür. Ich sage nochmal an dieser Stelle, falls du das Video selber siehst, Amon, herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft in der letzten Nacht. Und nochmal die schöne Staumauer. Herrlich. Hier bleibe ich dann doch mal stehen, weil schon irgendwie ein imposantes Bild. Aber übrigens, die erste Baustelle war ja die Tankstelle. Das war die erste Tankstelle nach so 1,5 Tagen, die ich überhaupt aufgefunden habe. Sensationell. Ja, kleine Randnotiz. Heute habe ich ausnahmsweise mal keinen Gegenwind. Zumindest fühlt es sich so an. Boah, ist das schön, die Sonne scheint. Ja, was will ich denn mehr? Also kurz hinter Trier einfach nur ein sehr schönes, angenehmes, ruhiges Fahren. Im Augenblick stimmt alles, hoffentlich bleibt es so. Ja, schön, nach der Demotivation heute Morgen, wo ich alles hinschmeißen wollte. Einfach mal wieder ein Augenmund darum. Romantisch, romantisch. Richtig romantisch. Und ich habe endlich mal Geschwindigkeiten von 19.
macht der Wind, was der Wind ausmacht, genial. Gegen den Wind bin ich immer nur 15 gefahren. Wow. Ja, kleine Besucher. Guten Tag. Morgen. Oh, ja, doch mal ein Wort zum Wetter sagen. Also, ich kann mich echt nicht beschweren. Ja, es ist der vierte Tag und ich habe nur zweimal ganz kurz habe ich ein paar Regentropfen abgekriegt. Wow, kann so bleiben, ganz ehrlich. Sensationell. Wenn ein Schwan sind, schweigen die Tiere. Kanzem ist mein nächstes Ziel. Nicht ganz so weit und dann kommt irgendwann Saarburg. Schauen wir mal. Da kann man wieder schön sehen. Ich mag diese Schilder. Aber manchmal stehen die so unübersichtlich. Also Trier war ich 14 Kilometer, nach Saarburg muss ich 14 Kilometer. Wieder mal eine wunderbare Pausenstelle. Schön einsam, keiner da. Doch, da kommt einer. Ein Fahrradfahrer. Leute, ich glaube, mir haben sie ins Gehirn geschissen. Ich fahre den falschen Fluss entlang, die Saar. Jetzt muss ich wieder 3 Kilometer zurück, so eine Kacke. Oh, nee, echt, wie kann man nur so blöd sein? Ich muss nach Konz zurück. Hammer, ey. Wie kann man denn sowas verpassen? Irgendwie könnte ich mich manchmal dafür, ne? Wie kann man nur so blöd sein, ne? Na egal. Oh, das sind jetzt 6 Kilometer Umweg, ne? 6 Kilometer für nix. Na egal, Gott sei Dank nicht noch mehr. Oh, so ein blöder Fehler, ne? Mann, ich muss irgendwie gleich über die Saar rüber und dann im Mosel weiter entlang. Ich will nach Metz, Mann. Nur durch die Saarbrücke, die habe ich gerade klassisch verpasst. Oh, jetzt nicht. Wartet ab, jetzt fahre ich rum. So, jetzt mal ein Blick auf die Saar. Und da hinten fließt die Saar in die Mosel. Ja, und deshalb muss ich da lang. So, hier fließt die Saar also in die Mosel. Wunderschön. Ja. Das ist der richtige Weg. Oh, Gott sei Dank. Naja, war ja nicht ganz so viel. Also Leute, ich muss nach Remich. Zuvor kommt Wasserlei. Ja, erinnere mich dran, wenn ich wieder falsch fahre. Okay. Remich heißt der Ort. Herrlich romantisch. Kleines Dörfchen auf der linken Seite. Da hinten, auf der anderen Seite, ja, da ist nicht mehr Deutschland. Das ist Großherzogtum Luxemburg. Kaum zu glauben, denn ich bewege mich auf das Dreiländereck zu. Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Das ist doch mal irgendwie malerisch, oder? Da hinten ist Luxemburg. Alles Luxemburg. Und hier ist Kartoffelland. Okay. Ja, meine ich eine Pause. 27 Kilometer gefahren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, nicht das Gefühl. Und davon bin ich eigentlich nur real 17, 18 Kilometer gefahren, weil der Rest war ja Suche in Trier und dann diese kleine Umweg über die Saar. Na, habe ich die wenigstens auch mal gesehen. Einmal kurz am Ufer der Saar gefahren. War sogar schön da. Aber nicht meine Richtung. So, habe gerade mit meinem Schatzi korrespondiert. Der ist wieder in Deutschland. Gesund, mit vielen Erinnerungen im Gepäck von Portugal und Spanien. Hoffentlich bringe ich von dieser Fahrradtour auch ein paar nette Erinnerungen mit. Ich denke schon. So, zwar ein Autoschild, aber dann weiß man ungefähr, wo ich hier bin. Eine nette Moselbrücke und da drüben natürlich Radio Luxemburg. Oh, ja, oder so ähnlich. Wieder mal ein Staumäulchen. Immer ein schöner Höhepunkt. Weiß auch nicht warum. Ja, für mich geht es weiter Richtung Frankreich. Keine Ahnung, in Frankreich, ob das hängt. Ich habe echt noch nicht auf die Karte geguckt, Frau, wie ich bin. Ja, deshalb fährt man ja auch manchmal falsch in die falsche Richtung. Zum Beispiel der Seidenplatzschatt im Mosel. Jeder so ein klitzekleines Dörfchen. Oh, da hängen schon ganz viele Fahnen. Hey, sieht sehr international aus. Drüben waren da schöne Weinberge, Luxemburg. Aber ich fahre natürlich weiter in Kartoffelland oder Sauerkrautland, Deutschland. Opa, sind Sie der Graf von Luxemburg? Opa, und hier wieder mal Wein. Schön. Wieder diese kleinen, süßen Moselstädtchen. Herrlich. Ja, wie oft soll ich noch sagen, da drüben ist Luxemburg.
Also, das Ganze schimpft sich hier Mosel-Radweg. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat den Namen verdient. Egal in welche Richtung, ob ich jetzt nach vorne oder nach hinten filme. Ist eigentlich egal. Man hat hier ungefähr einen Eindruck. Da drüben ist die andere Küste, ich meine gesagt. Das andere Ufer. Ich sage jetzt nicht mehr, welches Land da ist. So, und ich fahre stramm auf Frankreich zu. Ne? Kann eigentlich nicht mehr so lange dauern. Vielleicht heute noch. Ja, ein bisschen Sonnenschein wäre schick. Dann wird das alles noch ein bisschen romantischer aussehen. Ja, so minimal ist die Sonne ab und zu da. Aber wie gesagt, fällt nie auf. Kein Regen. Der Wind haut nicht gegen mich. Ich denke, er ist ein Seitenwind. Ach, übrigens, je weiter ich hier so Richtung französische Grenze komme, desto mehr französische Sprache kriege ich auch mit. Also bei den vorbeilaufenden Leuten. Hier links und rechts an der Mosel, an dieser Stelle, gibt es wahrscheinlich viele kleine so Stellplätzchen, wo man toll ein Zelt hätte aufbauen können. Oder? Ja, genau, hätte aufbauen können. Ich hoffe, das ist heute Abend genauso. Warten wir mal ab, es ist so still hier. Auf der Luxemburger Seite. Ach ja, ist definitiv mehr los. Oh, ist mir gleich auch hier. Ich glaube, ich muss mal eben trampeln, ey. Boah. Hier auf der deutschen Seite ist total still. Kannst du mir mal irgendwo einen Imbiss? Mein Gott, ich komme mal vor. Klar, wenn ich filme, dann geht es den Berg hoch, war klar. Warte, was kann man nicht sehen, ne? Ey. Ach, ja, mal gucken, vielleicht kommt gleich was, wo ich mal Getränke kaufen kann. Die Stelle ist doch mal ganz spannend, weil drüben ist der Luxemburg, die Brücke geht hier rüber nach Deutschland. Und Achtung, da gibt es ein Eingangsschild, Bundesrepublik. Hola, aus halb zwei, ca. 45 Kilometer habe ich gefahren. Es geht weiter Richtung Rehmlich, ist das Luxemburg. Ja, da würde ich gerne sitzen, aber geht halt nicht. Eigentlich ein nettes Örtchen. Ganz friedlich. Ja, scheiße. Kommt doch ein Zug oder was? Keine Ahnung. Denke ich mal, ne? Ich hoffe, die ist jetzt nicht auf ewig zu. Warum jetzt? Oder muss ich da durch das Drehkreuz? Da komme ich doch kaum durch. Ich probiere mal. So, das Rätsel ist gelöst. Dieser Herr hat mich gerade aufgeklärt. Ich muss 200 Meter zurück. Und dann führt ganz unten auch ein Radweg. Ich denke, was verpasst. So Flabesköpfe. Da hätten wir ruhig mal ein Schild machen können. Ich habe den Weg auch nicht gesehen hier runter. Aber wie gesagt, hat auch kein Schild gestanden. Ich habe extra mal geguckt gerade. Na egal, 200 Meter zurück. Oh, das ist so tragisch. Überall diese Campingplätze, genial. Ich hoffe, dass das heute Abend auch so ist. Ach, guck mal. Und zwei schöne Passagierschiffe an der Mosel. Herrlich. Nett. Ja, so was brauche ich heute Abend. Genau sowas. Dafür fahre ich wieder wunderschön hier unten der Mosel entlang. Ne? Oh, da geht es hier ein bisschen hoch. Ich liebe diese Zahl, die jetzt kommt. Noch nicht. Überall diese Wohnwagen und Zeltplätze hier links. Oh, hoffentlich ist das heute Abend auch so. Hoffentlich, ey. Ja, schön. Da drüben ist Rehmlich, Luxemburg. Da kriegst du Getränke, da kriegst du alles, da kannst du auf Toilette. Und ich bin hier links. Was gibt hier? Komisch, Restaurant, Café. Nee, da brauche ich auch noch ein paar Cases. So, der Pausenplatz kam wie gerufen. Fast auf die 10 Meter genau. Problem ist, hier habe ich auch keine Getränke. Muss jetzt langsam mal irgendwas kommen. Wo man auch mal Getränke. Nein, das ist nicht die Mosel. Die Mosel ist da hinten. Das ist nur ein kleiner See. Ja, keine Ahnung, wer hier parkt. Bestimmt eine Mafia. Ja, und dann muss weiter.
Irgendwann musst du mal was. Ich bin aber gar nicht klar, dass ich schon im Saarland bin. Oh, Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ein anderes Problem. Ich komme nicht an das Wasser von meinem Kanister ran da unten. Boah, jetzt habe ich aber auch alle Urgewalt wieder gegen mich mit Nahrung und so, ne? Kannst nicht was kaufen? Ja, die Pullen sind leer und der Wassersack lässt kein Wasser raus. Irgendwie hakt es da. Ich probiere gleich nochmal. Jetzt weiß ich auch, was das hier parallel zur Mosel ist. Das ist ein Wasserschutzgebiet. Ja, und das ist langgezogen. Da kommen noch mehr. Ah, viele Fahrradfahrer. So. Oh, da war ein Boot. Hintergrund, Schnellboot. Ja, schaut euch das Wetter an. Das ist genial. Sogar warm, also ich fühle Wärme jetzt mit dem Pullover. Also in der Sonne sind die jetzt bestimmt über 20 Grad. Aber ich brauche Wasser, Leute. Das ist meine einzige Sorge. Ich habe Wasser. Wasser. Frag mich. Hier wird hier an der Donau im Saarland. Ach, Donau. Mosel im Saarland. Keine Dönerbuden. Keine Trinkhallen. Keine Pommesbuden. Nee, anscheinend nicht. Mist. Ja, hier neben mir, Tier- und Artenschutz, ja, man sieht es auf der Straße hier. Die Feige sind gar nicht so. Aber kein Helgeschutz, ich brauche Wasser, ich brauche Getränke, bin ich gleich übersäuert, habe ich keinen Bock drauf. Hier ist nichts, außer Moselaue, natürlich Radfahrer, ständig. So wie jetzt, Moselaue, wunderschön. Problem ist, hier gibt es keinen Verkaufsstand, keine Tankstelle, keinen Laden, kein gar nichts. Langsam brauche ich das. Langsam. Eins muss ich ja sagen, dank des großartigen Windes komme ich echt saugut voran. Ich guck mal. Ah, so.